Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir die Challenge Darkness Falls geschafft und deswegen gehen wir jetzt einfach mal zur Suicide King Challenge und wie der Name der Challenge schon sagt, Selbstmordkönig, ist diese Challenge eine ziemlich fiese, meiner Meinung nach. Und zwar, ja, sind wir in dieser Challenge erstmal Lazarus, deswegen haben wir zwei Leben und dazu haben wir My Reflection, das ist dieser Spiegel. Der macht, dass die Tränen wieder zurückkommen. Dann haben wir noch Mr. Mega. Damit werden Bomben, die Explosionen größer und die machen, glaube ich, auch mehr Schaden. Und was das Schlimme an dieser Challenge ist, ist halt, dass wir Ipecac haben. Und Ipecac sind diese Explosionstränen. Diese Explosionspopeltränen-Dinger. Ja, das heißt, wenn ich schieße, dann kommt das Ding wieder zurück, genau da, wo ich stehe. Und ja, so soll man dann halt bis zum Satan, nee, bis zu Isaac kommen. Bis zu Isaac müssen wir damit kommen, um diese Challenge zu beenden. Aber man kann, wie man da eben schon gesehen hat, auf der Hälfte des Weges quasi, wenn man das richtig timet, die Gegner trotzdem treffen, ohne dass die Tränen dich treffen. Und irgendwie ist das einfacher, wenn man von der Seite schießt, statt von oben oder unten. Das merken wir uns, aber eben noch ein blauer Stein und da tat ich mir selber weh, aber das macht nichts. Daddy ist ja noch ein rotes Herz. Und zudem haben wir noch eine Pille mit Weinstein. Ja gut, das ist uns egal, da wir sowieso diese Dinger haben. Oh Gott, ich will diesen blauen Stein. Wie macht man das denn am besten? Vielleicht so? Haha! Jetzt habe ich es drauf. So, wir sollten vielleicht auch die ganzen... Oh Gott, ich habe hier voll Angst. Nee, warte, was? So. Oh Mann. Ich will die... Au! Ich will die Vasen doch nur haben. Okay, dann nicht. Wir haben außerdem 6 Bomben von Anfang an. Das heißt, wir können auch so eigentlich Sachen aufsprengen, ohne unsere Tränen. Aber ja. Für Vasen möchte ich das ungern verwenden. Noch eine Bombe. Lieber für den Geheimraum oder sowas. Oder für blaue Steine. So. Schlüssel haben wir auch. Da ist auf jeden Fall noch ein blauer Stein. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Komm, sehr schön. Jetzt haben wir sogar fast genug Geld. Oh Gott. Oh. Oh. Okay. Um in den Shop reinzugehen, was kriegen wir hier? Ja, nice. Challenge Shop. Kriegen wir auf jeden Fall mehr Sachen, mehr Items und so. Mehr stärkere Gegner, die mehr droppen. Das ist gar nicht so schlecht. Denn wir haben ja keinen goldenen Raum. Weil das eine Challenge ist. Oh Gott. Okay, ich habe Angst, wenn ich von unten schieße, dass ich mich selber treffe. Ah, geht weg von mir. Oh Gott, noch mehr Gegner. Ich will eigentlich nicht nach unten schießen. Das ist irgendwie voll blöd, von der Sicht her, da irgendwas zu treffen. So. Und zu denen kann man, wenn man halt so ein bisschen läuft, dann fliegen die Tränen ein bisschen gezielter und ein bisschen weiter. Oh Gott. Au. Waren wir schon im Shop? Nee. Oder doch? Hä? Ne, waren wir nicht. Aber wir haben Schlüssel. Und da wir den Schlüssel sowieso für gar nichts gebrauchen können, außer für den Job und Truhen, können wir da eigentlich mal reingucken. Nachdem wir in den Geheimraum drin waren. Wo leider nur... Oh gosh. Das ist richtig schlimm. Nur eine Batterie drin ist. Ich werde mich auf jeden Fall noch einige Male selber treffen. Da könnt ihr von ausgehen. Denn diese Challenge ist nicht die netteste. Ein paar Pillen. Extra Pillroom. Jetzt können wir 2 Pillen auf einmal tragen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Range down. Macht denn das irgendwas, wenn wir Range down nehmen? Ich glaube nicht. Ich nehme es einfach mal. Vielleicht können wir dann besser zielen. Oh. Hat sogar getroffen. Vielleicht bringt Range down ja wirklich was. Na, ich denke aber eher nicht. Okay, man muss das nur irgendwie gut timen. Man geht hier hin und dann nach oben ausweichen. So eine Art, ja. Aber wir werden uns auf jeden Fall wehtun, sobald man ein bisschen mehr... Okay, den will ich auch. Oh, geh weg von mir. Sobald ein bisschen mehr Action ist. Wenn wir in irgendeiner Situation sind... Hilfe. Wo es ein bisschen stressiger ist. Dann werden wir uns auf jeden Fall selber treffen. So. Ah, wir brauchen halt irgendwelche anderen Tränen. Wie zum Beispiel einen Laser oder sowas. Okay, das ist mir zu blöd. Ich hau hier ab. Zur Hand kriegen wir natürlich. Natürlich, wen sonst?
ist natürlich der Keller. War ja klar, dass der kommt. Sehr schön. Wie die Tränen einfach noch getroffen hat. Voll cool. Okay, komm, das machen wir so. Oh, ey, ey, ey. Geh weg. Der zieht sogar ein ganzes Leben ab. Wow. Range Up und Damage Up. Ich glaube, Damage Up bringt uns überhaupt nichts, weil Damage schon hoch, ganz hoch war. Aber wenn ihr wisst, okay, also wisst ihr, ob diese Striche noch höher gehen können, als hier angezeigt wird? Ob das dann trotzdem weiterzählt? Das wäre interessant. Weil dann könnte man ja natürlich trotzdem die ganzen Damage Ups holen und wird einfach immer und immer stärker. Was schon ganz fresh wäre. Oh. Okay, ah, gut, das war klar, dass wir uns da selber treffen werden. Die hätte ich gern. Na gut, wenn da nur Spinnen drin sind, dann natürlich nicht. Aha, manchmal geht das auch einfach gegen die... Okay, das ist ja nervig hier. Tschüss. Okay. Ist hier eventuell irgendwo ein blauer Stein? Ich sehe auf jeden Fall keinen. Wir gucken aber trotzdem mal in den Shop rein. Die Broken Watch. Die wird uns wahrscheinlich noch helfen. Deswegen nehmen wir sie einfach mal mit. Den Rest können wir hier lassen, außer vielleicht die Pille. Ayo Wizard. Macht das irgend... Nein, die gehen jetzt wirklich trotzdem zur Seite. Oh mein Gott. Ja, geil. Geil. Oh gosh. Danke. Stirb. Hilfe. Ich habe Angst vor unseren Tränen. Gut, wir warten kurz, bis der Ayo Wizard Effekt weg ist. Auch wenn der cool aussieht. Na los, geh weg, du Effekt. Oder geht er erst im nächsten Raum weg? Hallo? Ah, dankeschön. So, noch eine Bombe. Wir haben eine Arcade, in die wir reinschauen könnten. Aber wir machen erstmal Pin. Was? Wieso wurde er abgelenkt? Okay, egal. Und wir kriegen noch einen Begleiter, der... Ja gut, der bringt uns eigentlich auch nichts, weil wir halt immer nur einmal schießen werden. Hm. Am besten wäre halt echt... Oh. Achso, das geht auch. Okay, ja klar. Am besten wäre halt echt ein Laser oder sowas. Bombsaki. Einfach ein Pilz. Okay. Sehr schön. Range down. Wieso kriegen wir nur Range down Pillen? Aber ihr seht schon, manchmal fliegt das gegen die Wand da oben und manchmal nicht. Das finde ich auch sehr merkwürdig. So, und ich hätte gern... Au, egal. Leben verloren, damit wir da zwei Münzen bekommen. Ach, und die Smartwatch, die wir eben gekauft haben, macht halt diesen Effekt, dass sie langsamer werden. Nicht in jedem Raum, aber... Ja, ist schon eine ganz schön hohe... eine ganz schön hohe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Aber sie kann auch, weil es die Broken Watch ist, auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, dass die Gegner im Raum schneller werden, statt langsamer. Und dann ist das nicht mehr ganz so schön, aber auch noch machbar. So, ja. Geht mal weg, ich brauche ein bisschen Platz. Sonst tue ich mir selber weh. Die treffen wir, ja. So, die treffen wir nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, da kriegt man voll Angst. Da ist ein X-Stein. Den wollen wir haben. Können wir nicht einfach irgendwie gegen die Mauer da oben? Okay, wir haben zumindest das Feuer ausgemacht. Gut, dann machen wir das mit einer Bombe. Sicherer. So. Und selbst wenn wir sterben sollten, dann werden wir halt nochmal neu geboren, weil wir halt Lazarus sind. Nur mit einem Herzen, aber ein Herz ist besser als kein Herz. Boah, shit. Puh. Okay, wieder den guten Effekt. Wir haben fast genug Münzen, das heißt, wir werden hier mal reinschauen, kriegen sogar den Kompass und bringt uns das was? Wahrscheinlich, oder? Lass das mal kaufen. Können wir damit auch diese Explosionsdinger bestimmen, wann sie explodieren sollen? Das wäre mega. Okay, komm, wir sparen. Wir sparen 15 Münzen auf 15 Münzen, wir brauchen noch 10 so rum. Dann können wir uns das kaufen. Wäre ja ganz cool, wenn man das dann während es fliegt, diese Explosionsdinger, die explodieren lassen können, tun. Oder ist das nur bei den Bomben? Das wäre dann ein bisschen schade. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir uns das irgendwie leisten können, um das mal auszuprobieren. Wäre schon ganz geil, wenn das geht. Okay, wieso ist er jetzt wieder darüber geflogen? Ich verstehe das nicht.
Noch eine Pille. Weiß man nicht, was es ist. Bad Gas. Range Down können wir auch einsetzen. Warum nicht? Wieder eine Pille. Wieso kriegen wir jetzt so viele Pillen? Hä? Überall Pillen. Are you a wizard? Und Butter Steel. Sehr schön. So. Okay. Noch eine mit Paralyse. Ich glaube, jetzt haben wir schon fast alle Pillen durch, die es überhaupt gibt. Finde ich irgendwie witzig. Und ich versuche, die irgendwie von der Seite zu treffen, weil das sicherer ist, meiner Meinung nach. Kann man das besser abschätzen, wo die Kugel hinfliegt. Und wie weit der Radius davon ist, der Schadensradius. Noch ein Schlüssel, dankeschön. Im Shop waren wir brauchen allerdings... Oh nein. Oh nee, wie sollen wir die denn jetzt machen? Ohne Schaden zu verlieren. Das geht ja gar nicht. Das ist ja unmöglich. Aua. Tachchen. Nee. Ah, Hilfe. Lasst mich in Ruhe. Hier sind noch ein paar Steine. Die will ich haben. Aber ich werde mir selber wehtun, wenn ich das mache. Oh. Oh. Komm schon. Dankeschön. Okay, da muss man ziemlich spät weggehen, damit man... Oh. Damit man überhaupt die Steine hinter sich trifft. Sehr schön. Danke, dass du da noch reingesprungen bist. Netter Gördi. Ich mag dich, Gördi. Tiers und Shotspeed-Up. Shotspeed-Up. Fliegen die jetzt auch schneller? Wahrscheinlich. Ja, ist doch ganz cool. Drei Fliegen... Zwei Trollbomben und noch zwei Pillen. Pomsaki. Ist die Frage. Brauchen wir. Ja. Ich hätte gern mehr Bomben statt mehr Schlüssel. Wenn ich ehrlich bin. Und Speed-Up ist auch gar nicht so schlecht. Dann können wir wenigstens den Dingern besser ausweichen. Komm. Wir müssen irgendwie noch Geld bekommen. Irgendwie. Da ist schon mal eine Münze. Jetzt fehlen uns nur noch drei Münzen. Denn wenn das wirklich geht, dass wir dann. Bestimmen können, wann diese Dinger sich in die Luft sprengen, dann wäre das schon recht cool. So, da könnte der Geheimraum sein. Genau. Lasst mir Geld da, bitte. Aber der lässt ja wohl Geld da, oder? Jetzt. Ah. Was? Oh, ich verstehe das nicht. Wann muss ich denn hier ausweichen? So, dankeschön. Wir müssen auch nach einem Supergeheimraum suchen. Wir sollten eigentlich jeden Geheimraum suchen, den wir kriegen können. Aber wo wird das sein, ist die Frage. Ich verstehe auch nicht, warum das manchmal so lange fliegt und manchmal nicht. Das muss ich alles noch irgendwie rauskriegen. Was war hier für eine Pille? Achso, da kommen wir nicht. Doch, wir kommen daran, wenn wir die irgendwie wegsprengen. Ja, perfekt. Nochmal eine Speed-Up-Pille. Da ist sogar noch eine Münze. Wollen wir die auch haben? Die wollen wir haben. Irgendwie kriegen wir die. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Vielleicht nach unten ausweichen. Oh Mann, ich sehe schon kommen, wir werden uns selber wehtun dabei. Okay, Münze, du darfst da bleiben. Wir suchen jetzt einfach nach einem super Geheimraum noch. Der kann hier nicht sein. Wir könnten auch noch in den Stachelraum rein. Das machen wir einfach mal. Oh gosh. Bitte nicht wehtun. Bitte nicht wehtun. Ah! Gut, noch eine Münze. Fehlt nur noch eine weitere. Die andere könnten wir da hinten ja wegsprengen. Und uns zugunsten nehmen. Dann wird der Supergeheimraum wohl irgendwie hier unten sein. Okay, weiß ich nicht, ob das jetzt getriggert hat. Wahrscheinlich. Dann muss er da sein, genau. Oh. Ja, hoffentlich kommen da drei Münzen raus. Oder mindestens zwei. Nein, schade. Dann hätten wir lieber daran spielen sollen. Ah, verdammt. Verdammt, wieso war da nur so ein Automat drin? Gut, wir schauen trotzdem noch mal kurz in den Shop rein. Vielleicht...
Haben wir hier noch irgendwas? Was war diese Pille? Bolzer Stil, sehr schön. Dann nehmen wir das noch mit. Und dann sind wir hier auch zufrieden. Wieso haben wir den nicht in die Luft gesprengt? Den hatten wir doch schon in die Luft gesprengt, oder? Genau, und jetzt kriegen wir einfach die zwei Münzen. Oh, shit. Hä, aber eben war... Wo haben wir den denn dann in die Luft gesprengt? Ach, im Geheimraum. Nein, wir hätten das uns kaufen können. Toll. Okay, tut mir leid. Das war mein Fehler. Ah, wir hätten genug Münzen gehabt für den Remote Detonator. Und hätten das dann ausprobieren können. Egal, so haben wir drei blaue Herzen mehr. Ist ja auch nichts Schlechtes. Au. Denn wir brauchen so viele Herzen, wie wir kriegen können. So. Da wäre eine goldene Truhe. Die sollten wir da irgendwie versuchen rauszusprengen. Au. Das ist voll blöd, wenn die so nah dran sind. So. Weg mit dir. Schauen wir auf jeden Fall rein. Warum nicht? Da wäre noch die Karte. Die Karte hätte ich gern. Ziemlich gern. Aber so richtig ziemlich gern. Denn Kompass mit Karte verbunden ist natürlich eine geile Kombo. So. Dann haben wir sogar den Geheimraum freigeschalten mit einem schwarzen Herz. Können wir jetzt schon mitnehmen. An das Herz kommen wir leider nicht ran. Es sei denn, wir finden irgendwas, womit wir fliegen können. Ich werde jetzt mal versuchen... Okay, komm. Wir machen das mit einer Bombe. Ja. Wir machen das mit ein paar mehr Bomben. Ja, gleich haben wir sie. Keine Sorge. Pam. Okay, da kommen wir ran. Da kommen wir auf jeden Fall ran. Blaues Herz. Hat sich gelohnt. Und noch eine Bombe. Bomben haben wir sowieso genug. So, was haben wir denn sonst noch so? Da wäre nur ein Stachelraum. Da müssen wir an sich gar nicht hin. Da hinten ist noch so ein Doppelungsraum. So ein, keine Ahnung, wie man die nennt, Raum. Kann man Scheißhaufen damit auch so? Nee. Okay. Range down. Haben wir schon die ganze Zeit eingesetzt. Warum nicht jetzt nochmal? Ist unser Range? Nee, Range ist immer noch auf voll. Und da kommen wir ja auch umsonst rein. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Okay, wir könnten... Was werden wir tun? Wir werden hier reingehen, sobald wir den Boss besiegt haben. Das sieht voll stark danach aus, dass hier der Geheimraum ist. Wenn das schon so ein komischer Raum ist, dann... Bad Gas, ja gut. Kriegen wir dadurch alle vier Sachen? Ja, sehr schön. War leider nichts drin, das heißt, wir gehen einfach weiter. Zum kleinen Boss, wer auch immer das sein wird. Und wäre noch ganz schön, wenn wir irgendwie eine Pille oder... Oh nein. Okay, zum Glück ist er langsam. Au. Okay. Erstmal die seitlichen, weil die mich irgendwie nerven. So. Und jetzt sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wir müssen halt immer nur so ein bisschen laufen, damit die Tränen weit genug fliegen. Sehr schön. Haben wir gut geschafft. Kriegen sogar noch ein HP ab. Und gehen dann durch den Raum, durch den Teppich. Durch den Teppichraum. Sozusagen. Und wir brauchen noch... Ah ne, 7? 7, das war doch vergünstigt, oder? Ne, was nicht. Ah, wir brauchen Geld. Wir brauchen 8 Münzen. Kriegen wir denn jetzt 8 Münzen her? Auf die Schnelle. Vielleicht im Feuer? Irgendwo? Geld? Nein? Okay. Warum nicht? Dann machen wir halt noch den großen Raum. So, kein Ding. Und lasst ihr uns Geld da? Nein. Sind heute nicht so großzügig zu uns. So. Wieder nur eine Bombe. Wir bräuchten allerdings Geld, liebes Spiel. So, ja, das ist Geld, aber zu wenig. Na gut, dann können wir uns den Kompass leider nicht leisten. Obwohl, wir könnten hier eigentlich die ganzen Dinger aufsprengen. Und hoffen, dass da vielleicht irgendwas drin ist. Wo auch immer der jetzt hingelandet ist. Er hat irgendwas in die Luft gesprengt. Jo. Jo, auch nix. Wir gucken einfach mal alles nach. Mit etwas Glück kriegen wir ja noch einen Kellerraum oder tun uns selber weh. Aua.
Gut, lassen wir das lieber, bevor wir unsere ganzen Herzen verschwenden. Aber wir sollten auch noch die beiden restlichen Räume hier machen. Mit... Oh Gott. Der muss schnell sterben, danke. Was? Hilfe, 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 so viele Kackihäubchen. Ah, okay, jetzt sind sie auf jeden Fall alle tot. Verdammt. Ja, wir werden uns sehr oft wehtun. Dann kommen wir wenigstens... Hä? Oh, okay. Hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, hier rumzugehen. Haben zwar ein schwarzes Leben verloren, aber dafür ein blaues bekommen. Ist doch auch nicht schlecht. Schade, auch nichts. Wir brauchen Geld. 7 Münzen, aber wir kriegen kein Geld mehr. Na gut, mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Wir haben einen super Geheimraum, wir haben den normalen Geheimraum, wir waren im Shop. Dann können wir noch kurz schlafen. Auch nicht mehr. Okay, interessant. Und sprengen hier die Mitte weg. Ne, ist einfach nur nächste Ebene. Das hat man daran erkannt, dass da keine Leiter dran war. Ja, ja. Achso, und was wir freischalten würden, wäre die Suicide King Karte. Okay, wenigstens ein guter Effekt hier drin. Wir hätten auch so oft rein und rauslaufen hätten können, tun. Bis wir diesen Effekt bekommen. Lalalala. Genau, wir würden freischalten die Suicide King Karte, die macht, dass man einmal stirbt. Also wenn man sie einsetzt, dann stirbt man. Das heißt, man braucht auf jeden Fall irgendein Item, was ein zusätzliches Leben gibt, wie zum Beispiel ein One-Up oder das neue Katzenleben-Item. Und dann... Gods of Steel, sehr schön. Dann... Oh, noch ein Leben mehr. Okay, und dann lässt diese Karte 10 Sachen spawnen. Also Kisten, Herzen, Münzen, Schlüssel, aber auch Items. Und das ist schön. Denn Items sind schön. Das heißt, man kriegt 10 Sachen. Nur dafür, dass man einmal stirbt. Ayo Wizard können wir eigentlich weglegen. So, Bumpstock hier und Bad Gas nehmen wir mal mit. Und deswegen ist die Karte eigentlich recht gut. Allerdings muss man dafür halt erstmal irgendwas finden, dass man noch ein Leben mehr hat. Deswegen ist das auch perfekt, wenn man Lazarus ist, weil der ja von Anfang an 2 Leben hat. Zu Beginn war das auch eigentlich so geplant von den Entwicklern, dass das Lazarus freischaltet, sobald er den Boss Rush absolviert hat. Aber das haben die geändert, dass man das jetzt halt in der Suicide King Challenge bekommt. Warum nicht? Ist ja auch nicht so schlimm. So. Wäre aber ein Wunder, wenn wir das echt beim ersten Versuch schaffen würden. Gott, 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 Gott. Okay, wenigstens helfen uns die Teile, die hier mit uns rumschießen. Oh. Was ist das für ein blöder Raum hier? Aua. So, nicht treffen. Hilfe. Okay. Zumindest ein bisschen Geld. Nein. Oh, was auch richtig cool wäre, irgendwas, dass wir einfach, dass wir nicht an die Rand schießen müssen, sondern irgendwie ein Cube of Meat oder sowas. Dass wir einfach nur an die Rand gehen müssen und dann kriegen wir Schaden. Oder das Sacrificial Dagger Knife Ding. Dieses Messer, das um uns rumfliegt. Wow. Aber das ist alles nur Traum hier. Wenn wir das bekommen sollten. So, wir haben genug Bomben, um die Münze da rauszukicken. Und dann können wir auf jeden Fall auch in den Shop reingucken. Mehr rote Herzen wollen wir erstmal nicht. Wir behalten erstmal unseren Challenge ab. Okay, hier hätten wir noch ein paar mehr Pillen. Haben wir irgendwas, dass die Pillen besser sind? Nee, nur diese Pillback, dass wir 2 Pillen tragen können. Ja, komm. Haben wir wenigstens ein Space-Item. Paralyse bringt uns halt überhaupt nichts. Aber vielleicht kriegen wir ja noch bessere Pillen. Und wir sollten nach einem Geheimraum suchen. Allerdings, da ist er. Der Super-Geheimraum. Nice. Ganz viele Pillen. Paralyse, warum nicht? Kriegen wir noch. Bolts of Steel ist sehr schön. Das ist auch schön. Kriegen wir noch ein paar mehr Pillen. Are you a Wizard? 24 Stunden Energie. Bringt uns leider gar nichts. Bad Gas, noch eine Bombsaki, Ayo Wizard. Und. Achso, 48 Stunden Energiepunkte ist natürlich doch was. So, Speed Up. Speed Up. Und Bad Gas. Und das war eine Ayo Wizard. Okay.
Gut, war doch gar nicht so schlecht. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Speed abbekommen. Jetzt ist das schon bei 3. Und ich habe den Seed gar nicht genannt. 1CP76EDX. Wenn ihr den überhaupt spielen sollen, würde tun. Na komm. Na komm, Body. Danke, noch eine Pille. iPhone Pilz. Ja, iPhone Pilz. Wow, wow, wow. Okay. Könntet ihr mich bitte nicht einsperren? Danke. Okay, weil Speed-Up ist super. Ich mag Speed-Up. So, würden wir jetzt noch irgendwie... da gehen wir lieber nicht lang. Würden wir jetzt noch irgendwie das PhD bekommen, dass die ganzen Pillen gut werden, dann ist das eine ziemlich geile Kombo, die wir hätten. Wäre auch noch eine geile Sache. Aber ich freue mich gerade schon, dass wir ziemlich viele Leben haben. Ah. Dann können wir uns ein paar Mal öfter selber treffen. So, und was sonst noch gut wäre, wäre zum Beispiel The Wafer. Oder halt irgendein Item, dass wir externen Damage auch noch machen können. Nicht nur diese komischen Explosionsdrehen. Wäre auch noch ganz knorke. Und wir müssen durch diesen komischen Stachelraum da hinten durch. Echt? Das ist ja blöd. Perfekt. Das war nicht ganz perfekt. Na komm. Dankeschön. So, an sich könnten wir ja mal die ganzen Steine hier kaputt machen. Ah, gut, danke. Und wir brauchen noch den normalen Geheimraum. Okay, was hatten wir hier noch? Noch eine Pille. Das war eine Are You a Wizard Pille. Geheimraum könnte da sein. Ich probiere es lieber öfters, weil das manchmal nicht triggert. Und er könnte noch da sein. Genau. Vielen Dank. Ich würde gern, dass der auch noch stirbt. Warum ist jetzt der linke, der vorne rechts da kaputt gegangen, obwohl ich da hinten hingeschossen habe? Man weiß es nicht, dieses Spiel ist komisch mit Eifekeck. So. Alle Steine kaputt machen, kann ja immer mal was drin sein. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir einfach durch den Schreckensraum hier. Nachdem wir diesen Skull hier kaputt gemacht haben. Wo einfach nur ein Gegner drin ist. Na gut. Hä? Oh nee. Dein Ernst? Ja, der kommt gleich wieder. Er wird uns wehtun. Hilfe! Ja, gut. Shit, egal. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Wurden wir gleich zweimal getroffen. Na super. Naja gut. Da hätten wir noch einen Bettler. Wir haben allerdings zu wenig Geld für den. Das heißt, stirb! Stirb, Bettler heißt das! Gib uns dein Geld, das du anderen Leuten abgezogen hast. Ah, wir haben aber nicht so viele Schlüssel eigentlich. Wir dürfen hier gar nicht so doll... Oh nein, au. Egal, für Geld und so machen wir das. Red Patch wird uns stärker machen. Hm. Okay. Loki. Hä, sah der auf dem Bild schon immer so böse aus? Oh, ich dachte immer, er wäre süßer auf dem Bild. Der sah gerade voll böse aus. Gut, wenigstens noch zwei weitere blaue Herzen. Und unser erster Devil Deal mit dem schwarzen, mit der Satanic Bible. Mit der satanischen Bibel. Aber zwei Herzen ist halt echt happig. Aber ich glaube, für die satanische Bibel lohnt sich das. Die gibt uns halt schwarze Herzen dazu. Und dazu kriegen wir noch Gabby's Paw. Gut, wir haben schon zwei Katzen-Items. Wir brauchen nur noch ein einziges Katzen-Item. Dann ist das cool. Ein Herz, weil dann
dass Polaroid uns jedes Mal Sachen gibt. Ich glaube, das letzte gebe ich auch noch weg, so. Einfach aus Sicherheit. Aber wir hätten das letzte für das Baby einsetzen können. Egal. So. Gut, dann würden wir auf jeden Fall jedes Mal ein Schutzschild bekommen, wenn wir das Polaroid mitnehmen. Das ist ganz gut. Geheimraum und Supergeheimraum haben wir. Da war noch eine... Ah, eine Batterie. Gut, das war schlecht. Aber wir... Ach. Egal. Nehmen wir trotzdem mit. Und setzen wir einfach mal im nächsten Raum ein, weil ich glaube, wenn wir ein Buch einsetzen, ist die Chance höher, dass im Raum, dass in der Ebene ein Reiter kommt. Und ein Reiter, gut, in dieser Ebene jetzt wahrscheinlich nicht, weil das die Mom-Ebene ist, aber ein Reiter wird bedeuten, dass wir ein Cube of Meat bekommen würden. Und ein Cube of Meat wäre sehr cool, das war richtig dumm. Ein Cube of Meat wäre ziemlich geil, weil wir halt auch diesen... Warum ist der Key? Was? Weil wir... Können wir nicht einsammeln? Achso, weil wir dann den Schild hätten. Und mit dem Schild... Ach, wir haben noch eine Bombsackie. Okay, cool. Mit dem Schild könnten wir dann ganz nah an Isaac rangehen. Sorry, wenn ich hier voll abgehackt rede. Ich denke aber gerade nach. Mit dem Schild könnten wir ganz nah an Isaac rangehen und ihm Schaden machen. Was halt recht nice wäre. Und eigentlich brauchen wir gar nicht an dem hier... Nee. Bleib du mal da. Ich spring dich auch nicht in die Luft, weil ich so nett bin. Oh. Was? Hilfe! Nein, unser schwarzes Herz. Egal, wir kriegen sowieso viel zu viele schwarze Herzen wieder. So. Gut, wo ist der Shop? Der Shop ist da rechts. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Shop, bevor wir irgendwas anderes machen. Genug blaue Herzen liegen hier auch, um dass wir uns voll heilen könnten. Da hinten, doch, da hinten ist der Shop. Hilfe! Gut, wir haben gerade so viele Schlüssel, dann können wir auch hier durch. Und wir kriegen einen Damage-Up, was uns, glaube ich, gar nicht mal so viel bringt. Es sei denn... Doch, die werden trotzdem... Oh! Okay, der Schaden kann also höher werden, als die Striche da sind. Ist auch interessant zu wissen. Au. Oh nein, ist jetzt die Explosion auch größer? Das wäre natürlich nicht so cool. Aber mehr Schaden ist immer gut. Gut, noch ein großer Raum mit ein paar Pins drin. Gut, noch eine Bombsaki. Wir haben zwei Bombsaki-Pillen. Die könnten wir so einsetzen, dass sie uns hilfreich sein könnten. So, noch ein bisschen Geld, ist auch schön. Und das war noch eine Bombsaki-Pille, die brauchen wir also nicht. Schlüssel, Bombsaki. Könnten wir einmal einsetzen, den Schlüssel kaufen und weiter gucken. Jetzt haben wir die blaue Map, das ist recht nice. Dann werden uns auf jeden Fall die ganzen Geheimräume angezeigt. Genau, das heißt, wir müssen da oben gar nicht erst rein. Und schauen mal weiter. Eine goldene... Ja, da kann halt ein Gabi-Item drin sein. Leider nicht, aber wir machen ja sowieso genug Schaden. Dank Crickets Kopf. So. Ah ja. Okay. Gut. Hat sich nicht gelohnt, aber jetzt wissen wir wenigstens, dass da kein Gabi-Item drin war. Au. Wie die uns immer wehtun müssen. Jetzt muss ich hier wieder mein blaues Herz einsammeln. Und was haben wir hier? Noch ein paar Bomben. Das hätten wir andersrum machen sollen. Erst die Bombsaki-Pille einsetzen sollen und dann die Bomben einsammeln. Denn dann hätten wir wieder beides. Das wäre ein bisschen praktischer gewesen. Habe ich leider nicht dran gedacht. Macht nichts. Aber dann hätten wir jetzt wenigstens einen Schlüssel. Und sonst haben wir gleich keine Bomben mehr. Das ist halt auch nicht so cool. So. Boots of Steel zweimal werden wir wahrscheinlich mitnehmen. Oh, wow. Okay, wir haben auch zwei Bombsaki-Pillen. Das heißt, wir können hier einmal das Ding aufschließen. Fight. Wir können fliegen. Okay.
Warum nicht? Und wo haben wir das Eternal Heart her? Hä? Wem weiß es her? Sollen wir das denn jetzt her? Ach, durch Fate wahrscheinlich. Fate gibt ein Eternal Heart und dass man fliegen kann. Und das... Ah, andersrum. Verdammt. Und das in nicht mal einem Engelsraum. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, dann Bolts of Steel. Was hast du? Range Down. Wir haben bisher jede Range Pille eingesetzt. Das heißt, wir setzen sie auch jetzt wieder ein. An sich brauchen wir keine Bomben. Oder? Ich wüsste nicht wofür. Wir nehmen lieber zweimal Bolts of Steel mit. Jetzt können wir das Ding hier leider nicht mitnehmen, weil wir schon volle Leben haben. Sonst hätten wir die Bibel nochmal einsetzen können. Aber vier weitere Leben sind auch sehr schön. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie wir Mann besiegen sollen. Ganz ehrlich. Kein Plan. Das ist ja jetzt ein bisschen doof hier. Okay, wir versuchen es einfach. Ja doch, das geht. Das geht sogar recht gut. So. Ja, das lief doch gut. Hier liegen schon wieder 1000 blaue Herzen rum, die wir alle nicht einsammeln können. Voll traurig. Wir müssen 4 blaue Herzen hier liegen lassen. Nein, blaue Herzen. Ich habe euch doch so lieb. Kann ich euch nicht irgendwie in die Bolts of Steel Pille mit euch? Jetzt! Okay, geht leider nicht. Dann gehen wir halt in den Uterum mit vollen Herzen und mindestens ein weiteres Leben. Sieht aber bisher ganz gut aus, dass wir diese Challenge auch schaffen. So, ein paar Schlüssel. Wir haben jetzt leider keine Bombsa Key Pille mehr. Das heißt, wir müssen die Schlüssel mitnehmen. So. Oh Gott. Kann der Raum mal bitte ein bisschen weniger gefährlich werden? Nein? Okay. Wie unsere Träne da eben einfach noch getroffen hat. Loki. Ich hätte halt wirklich gern noch einen Reiter. Einen weiteren. Überhaupt mal einen. Aber einen Reiter, der uns auch einen Cube of Meat oder eine Bandage-Dings gibt. Noch ein Gegner, okay. Aber ich bin schon froh, dass wir überhaupt fliegen können. Und die satanische Bibel haben. Ich hoffe, ich übersehe keinen blauen Stein. Selbst wenn, wäre egal, weil wir sowieso fast volle Leben haben. Aber da kann ja immer noch mal so Rock drin sein. Obwohl ich nicht weiß, ob das auch in The Womp kommen kann. So. Noch ein bisschen Geld, das wir nicht brauchen. Obwohl, da oben ist eine Arcade. Wir könnten in die Arcade gehen. Oh, aber wie schön das ist, dass wir jetzt so viel Schaden machen. Klar, wir haben auch am Anfang viel Schaden gemacht, aber hätte auch weniger sein können. Sagen wir es mal so. Au, au, au. Nicht wehtun. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht allzu viele Leben verlieren. Pinky Eye, das bringt uns, glaube ich, gar nichts mit unseren Dingern, weil die sowieso schon Giftschaden machen. So. Sind wir hier? Ne, 2 Schlüssel dafür ausgeben, mache ich nicht. Da gehen wir lieber von hier aus rein. Eine 2, was macht die 2? Oh, das wäre natürlich auch eine Idee. Einfach so eine 1 oder 6 in so ein Challenge One. Dann hat man seine ganze schlechten Items von Anfang nicht mehr. Aber ich muss kurz nachgucken, was die 2 macht, bevor hier irgendwas Schlechtes passiert. Gucke ich mal lieber nochmal nach. Die 2 macht... Rewards all pickups in the womb, achso. Einfach nur D20-Effekt. Hier ist aber sowieso noch ein Herz. Ja, wir können da mal rüberlaufen. Kriegen wir noch eine Münze dazu? Warum nicht? Gut. Sollte auch kein Problem sein an sich. Danke. Auch noch. Okay, aber war eine richtig gute Entscheidung, dass wir die Uhr noch mitgenommen haben, die kaputte. Dadurch wird vieles einfacher. So, ich möchte jetzt aber noch zum Supergeheimraum. Deswegen gehen wir hier nochmal lang, verlieren nochmal ein Leben. Ist aber nicht weiter tragisch. Zum Notfall hätten wir halt immer noch... Oh mein Gott, okay. War doch eine schlechte Idee. Und es war doch tragisch. Oh nein. Toll, und dann nur für sowas. Im absoluten Notfall haben wir halt noch die Bolts of Steel Pille. Loki, schon wieder. Aber der geteilte Loki. Au. Ah, wir brauchen Cube of Meat oder irgendwas, was Schaden macht, wenn wir unseren Schutzschild haben. Wieso kriegen... Ah, wir kriegen unseren Schutzschild nicht.
Oh Gott, bitte, bitte, bitte sei ein Devil-Deal, danke. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann kriegen wir jetzt wenigstens jedes Mal ein Schutzschild. Oh, das ist ja grausig. So, 48 Stunden Energie. Werden wir gleich einsetzen. Sobald wir noch einen einzigen Raum gemacht haben. So. Kriegen wir nicht nochmal ein paar schwarze Herzen dazu. So, so. Und vielleicht sollten wir einfach noch ein paar Räume machen, um die satanische Bibel ein bisschen aufzuladen. So. Pinkie Eye bleibt da. Was haben wir hier? Gut, auch keine Gegner. Auf jeden Fall keine Gegner, die uns schaden könnten. So. Haben wir noch ein paar Räume. Da wäre noch ein einziger Raum. Ob sich das lohnt? Nicht, wenn das wieder so ein Raum wird wie eben. Aber nee, das ist ein geschenkter Raum. Das ist nett. Und kriegen sogar noch eine Boards of Steel-Pille, die wir sofort einsetzen können, weil da oben ja noch eine ist. So, und dann schauen wir doch nochmal, ob hier irgendwo ein blauer Stein versteckt ist. Wäre nämlich komisch, wenn in dieser Ebene kein einziger blauer Stein wäre. Aber so genau sollten wir vielleicht auch gar nicht gucken. Gut, dann holen wir noch die Pille hier ab und gehen dann in die Mutters Herz-Ebene. Das war halt eben richtig schlecht. 5 Leben in einem Raum verloren. Das müsst ihr erstmal hinbekommen. Ich kann das. Oh, da kann... Oh, bitte ein Gabi-Item. Bitte, 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 bitte. Nein. Wayne Stone nehmen wir natürlich mit. Und 48 Stunden Energie werden wir auch gleich einsetzen. Sobald unsere satanische Bibel halt wieder voll ist. Wie immer halt. Lohnt halt einfach am meisten. Weil 48 Stunden Energie einmal das Item auflädt. Vollständig. Und einem dann noch eine Batterie gibt. Okay. Jingle Dingle ist tot. Jingle Dingle, du wirst keinen mehr Schaden zufügen. Da wäre eine Arcade. Du tötest dich selber, okay. Dann können wir das einsetzen. Setzen 48 Stunden Energie ein. Setzen das nochmal ein. Nehmen das mit. Holen uns unsere Pille wieder. Und da unten ist der Geheimraum. Keine Ahnung, warum ich ihn nicht aufgemacht habe. Ach, weil hier Greed drin ist. Na gut. Aber Greed ist doch gar kein Problem, Dizzy. Das stimmt natürlich, liebe Freunde, aber... Aber man muss ja nicht gegen ihn kämpfen. So. So. Hallihallo. Würdest du dich selber töten? Vielen Dank. Ein Bettler. Wir haben genug Geld. Das machen wir einfach mal. Vielleicht gibt er uns ja irgendwas Schönes, außer ein Lebensupgrade. Ein Lebensupgrade wäre nicht so toll. Sonst eigentlich alles. Nee. Lebensupgrades nehmen wir nicht mit. Den brauchen wir eigentlich auch nicht. Zur Erklärung, warum ich kein Lebensupgrade mitnehme, weil... Wo ist der Boss? Da oben. Weil... Nämlich... unser Polaroid sonst uns kein Schild gibt. Und ich will diesen Schild haben, weil der Schild ist gut. Allerdings werden wir jetzt auch keinen Cube of Meat mehr bekommen. Das ist alles ein bisschen komisch. Noch ein Lebensupgrade dürfen wir auch nicht einsammeln. Das Spiel will, dass wir unseren Schild einfach nicht bekommen. Kann das sein? Wow. Das war gut. Das war richtig gut so. Das Item eben wäre ein Lebensupgrade und ein Item, das uns immer Leben dazu gibt. Lebensregeneration nennt man das auch. Ach Gott, ja. Komm halt her. Waren das alle? Nein. 5 Hände einfach. Gut, läuft bei euch. Es waren sogar 6 Hände. Wow. Okay. Okay, warum nicht? So. Gut, dann sind wir bei Mutters Herz. Oh, und haben sogar den Slow-Effekt. Oh, danke, danke, danke. Das ist super. Das ist richtig super. Oh nein, wir müssen. Wir müssen dabei laufen, damit wir sie treffen. Aber sie kann nicht so weit schießen, das heißt, sie trifft uns nicht. Das ist doch nett. So, wir haben jetzt auch ein Schild, das heißt, wir können an sie rangehen. Okay. So, letzte Ebene. Und wir haben zig an Herzen.
Und kriegen jedes Mal ein Schutzschild. Also an sich sollte das kein Problem sein, das zu schaffen. Kriegen sogar noch The Walk, werden noch ein bisschen stärker. Oh, Feuer. Hört auf. Oh, guck mal, unsere Explosionsdinger, die sonst grün sind, sind jetzt sogar rot. Krass, machen wir jetzt so viel Schaden. Judas Zunge bringt uns gar nichts. Judas Zunge wird halt machen, dass man ein weniger Herzen opfern muss, wenn man ein Devil Team macht. Wie, hier ist der Boss nicht? Wir müssen echt einmal... Was? Das kannst du mir nicht erzählen. Wir müssen einmal rumlaufen. Okay, laufen wir einmal rum, Spiel. Ist okay. Au. So. Gut, Small Rock ist jetzt aber schon noch ein nettes Item gewesen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall jeden nur einmal treffen, bis sie tot sind. So. Was bist du noch? Bad Gas. Da wäre noch so ein Würfelraum. Da schauen wir mal rein, auch wenn das wahrscheinlich nichts Gutes sein wird. So, wie kommt man denn da hin? Muss man da auch so einen Umweg gehen? Das ist ja blöd. Nee, gut, wenn wir Umwege gehen müssen, dann gehen wir da nicht rein. Yo! Widow einfach One-Shot. Ja gut, läuft bei uns. Alter, einfach ein Boss ge-One-Shottet. Nice. Nice, okay, ich würde sagen, wir schaffen Isaac. Wollen wir noch kurz ein schwarzes... Komm, wir holen uns noch kurz ein schwarzes Herz. So. Nee. Nee, ich will mein schwarzes Herz haben. Oh nein. Ja, geil. So, immer noch ein Blau. Okay, wir haben volle Leben. Wir gucken auch nicht in den Würfelraum. Obwohl, das wäre sau witzig, wenn wir jetzt unsere ganzen Items nochmal rerollen würden, oder? Egal, wir kriegen jedes Mal ein Schutzschild, dürfen 13 Mal getroffen werden. Und machen, sollten eigentlich, guten Schaden machen. Vor allem zu uns selber. Ja, eigentlich können wir uns, eigentlich nicht. Wir können uns die ganze Zeit in den Rand stellen. Ah, ja gut, hier, wir setzen einfach mal das Ding ein. Das sollten wir auf jeden Fall geschafft haben. Auf jeden Fall. Ja, deine Dinger können uns nichts anhaben. Geil, wir haben die schlimmste Challenge von allen geschafft. Ich weiß natürlich nicht, was die anderen noch sind, aber The Family Man ist nicht so schwer. Geschafft. Mit vollen Herzen haben wir überlebt. Ja, geil. Ja, geil. Und haben die Suicide King Karte freigeschaltet. Nice. Beim ersten Versuch. Ja gut, Suicide King Challenge war ja jetzt gar nicht so schwer, oder? Hä? Nee, also irgendwie wirklich nicht. Wir hatten ja nichts anderes, womit wir Schaden machen konnten, außer unsere Anfangssachen. Wir haben natürlich noch ein paar Damage-Ups gefunden, aber... Ob die jetzt ausschlaggebend waren? Nice. Damit haben wir die schwersten Challenges, glaube ich, schon geschafft. Suicide King und Cat God Yatange. Das waren, glaube ich, die schwersten von allen. Die Reste haben wir auch schon. The Family Man ist ganz okay. Und die Elfte brauchen wir noch irgendwie, wie auch immer wir die freischalten werden. Und dann haben wir alle Challenges durch. Ja, ich freue mich. Wir haben Suicide King Challenge geschafft. Das ist schön. Das finde ich richtig nett. Wie sind unsere Stats? 58 Dash schon. Wir bräuchten 100 Tode, damit wir eine Schere freischalten. Best Zweck, einfach nur 3. Wow. Wow. Bin ja richtig der Pro hier. Gut, dann beim nächsten Mal, weiß ich gar nicht, eventuell die Family Man Challenge. Allerdings, weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich machen wir mit irgendeinem normalen Typen ein One. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.